Hallo, liebe Stoner-TV-Zuschauer, hallo, liebe Patienten und alle, die sich fürs Rauchen interessieren. Ich möchte euch heute eine neue Art Glaspfeife vorstellen, die besonders für unterwegs interessant ist und die irgendwie ein ganz neues System zeigt. Wie das mit dem Rauchen auch funktionieren kann, ist ein bisschen an Joint angelehnt. Ich habe das auch schon gesehen, es geht um dieses Teil. Das ist der Twisty Glass Blunt. Der ist jetzt schon seit circa 2 Jahren auf dem Markt. Muss ich sofort sagen, hat mich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Kennt ihr vielleicht, ist eine Spirale drin aus Stahl. Da wird das Gras eingefüllt und indem ich die Spirale drehe, wird das Gras halt eben hier nach unten gezogen. Ich drehe die Spirale so lange, bis das ganze Rohr voll ist, zünde einfach vorne an und kann es dann so allmählich durchrauchen und immer wieder die Asche, indem ich drehe, hier vorne abstoßen und wieder das frische Gras weiter rauchen. Dieses Gerät gab es auch mit Wasserpfeifenaufsatz. Hier unten ist ein Schliff dran, da kann ich auf die Wasserhilfe setzen. Ich fand den Geschmack von dem Gerät nie so überzeugend, habe mich nie so begeistert. Ist aber ein Verkaufshit, läuft also wirklich klasse. Müsst ihr also im Shop haben oder schon mal getestet haben. Dann kam als nächstes ein Gerät auf den Markt, das auch wieder, wieder nur so Mittelklasse war. Das sieht dann so aus. Da drehe ich auch wieder dran. Da habe ich hier einen kleinen Boden drin, der auf einer Spirale sitzt. Indem ich hier dran drehe, verändert sich die Position von dem Boden. Der rutscht halt eben nach unten. Oder je nachdem, wie ich es drehe, andersrum drehe, dann rutscht dieser Boden nach oben. Auch das befülle ich, kann ich befüllen, bis ganz hier unten hin, wenn ich das Ganze da unten drehe. Ja, ich drehe es mal. So, dann geht es immer weiter nach unten und dann kann ich das ganze Ding vollstopfen und kann einfach dran ziehen. Und wenn hier oben Asche entsteht, dann drehe ich es einfach ein bisschen raus und hole die Asche weg und ziehe einfach weiter. Habe ich selber nie probiert, kann funktionieren, muss aber nicht. Ich wollte euch das alles nur zeigen, um auf die neueste Entwicklung zu kommen. Die kam gestern ins Haus und die wird auch in der nächsten Woche lieferbar sein. Naja, sagen wir mal lieber in 14 Tagen, ich will euch da nicht zu viel versprechen. Die Lösung halte ich jetzt für ultimativ. Das Teil sieht so aus, heißt auch wieder Twisty Glass Blunt. Und das Erste, was mir hierbei auffällt bei diesem Gerät, ist dann vor allen Dingen zum Beispiel schon mal diese tolle Verarbeitung. Dieses Gerät lässt sich also ganz einfach hoch und runter drehen, wirklich ganz simpel. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, hat der Hersteller, ich zeige es euch mal, ich nehme es mal auseinander, extra darauf geachtet, dass zum Beispiel hier an der Kante, dass da kein Material in diesen Rollmechanismus, in diesen Drehmechanismus eindringen kann. Das heißt, das bleibt auch nach 10, 20 Benutzungen immer noch so leicht zu drehen. Bei vielen anderen Geräten rutscht dieses Material oder das Harz hier rein und dann ist das Gewinde vermockt, verstockt und lässt sich nicht mehr drehen. Das ist hier wesentlich besser gelöst, wesentlich präziser gearbeitet. Wir haben 2 Dichtungsringe für das Glasrohr. Wir haben auch noch 2 Dichtungsringe als Ersatz. Die werden wir aber nicht benötigen, weil das hier wirklich gut gemacht ist. Ich drehe es einfach ganz vorsichtig auf, so. Und das Gerät wollen wir jetzt auch mal testen. Das werde ich mal probieren. Das habe ich zu Hause schon gemacht. Das ist wirklich klasse. Einen Moment, ich werde alles vorbereiten und dann machen wir weiter. So, jetzt habe ich das alles gegrindet und vorbereitet. Ich mache das Ding jetzt nicht so ganz voll. Ich mache es nicht so ganz voll, weil ihr seht ja, hier gehen ja 1,5 Gramm rein oder so. Ich denke, je mehr man reintut, umso schlechter schmeckt es. Ich drehe es einfach mal ein bisschen hoch und befülle das Ganze mal. Ach, ich sehe schon, da gehen 2 Gramm rein, das ist echt. Also wirklich fürs Festival kann man sich das Ding einfach vorbauen und dann während der Musik oder während des Festivals immer mal wieder dran ziehen. Ich würde das gut stopfen. Das kann man bestimmt ein bisschen fester stopfen. Ich drehe es noch ein bisschen raus und drehe mal mit dem Finger, stopfe ich schon mal ein bisschen nach, damit das Material auch möglichst gleichmäßig abbrennt. Wenn es zu locker drin liegt, dann brennt es durch und ich habe es oben verbrannt. Unten ist die Hälfte noch da und an den Seiten auch. Deswegen gut stopfen, gleichmäßig stopfen. So, und dann nehme ich mein Feuerzeug und gucken wir mal. Ah, der Durchzug ist also wirklich sehr gut. Ich drehe es noch ein bisschen weiter nach oben. Guck mal, wie einfach das geht. Warte mal, so. So, ich drehe es ein bisschen und dann ziehe ich mal dran. Da kommt sofort eine gewaltige Ladung Dampf, Rauch an. Schmeckt wirklich leicht. Und ihr müsst immer denken, es soll funktionieren wie ein Joint. Das heißt, die Asche hier oben, die kann ich immer wieder abmachen. Wenn ich das hochziehe. Ich ziehe jetzt aber noch mal, damit ein bisschen mehr Asche entsteht. Ich sprösel das jetzt einfach mal auf unsere meine Schale. So, dann drehe ich das ein bisschen hoch, siehst du? Und dann kann ich die Asche hier, mache ich jetzt mit dem Finger, kann ich natürlich mit dem Streichholz machen oder mit dem Feuerzeug, die Asche einfach wegmachen.
Das kannst du vielleicht ein bisschen runterdrehen. So, ich setze die Gummikappe auf. Geht von selber aus, kann ich jederzeit wieder anmachen und weiterrauchen. Oder auch meinem Nachbarn weiterreichen. Dann natürlich ohne Gummikappe. So, jetzt ist das Ding geraucht und was besonders gut ist, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, hier ist ein richtiges Reinigungsgerät dabei. Und zwar nicht nur so ein Spielzeug, wie es oft der Fall ist, sondern da ist ein schöner Poker dabei, eine kleine Nadel. Und ich zeige euch mal, wofür die gut ist. Ich drehe mal eben alles raus, so. Und jetzt guckt mal hier, der Stempel. Da sind richtig viele kleine Löcher drin und die verstopfen natürlich auch leicht. Und deswegen ist es eine tolle Idee, dass wir dann sofort einen richtigen Schiff dabei haben, um diese Löcher immer frei zu halten. Und wenn ihr jetzt denkt, ich drücke ja den ganzen Dreck in diesen Schraubmechanismus rein und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Nein, das ist nicht der Fall. Ihr könnt dieses ganze Teil rausholen und den Alkohol reinigen, in heißem Wasser reinigen oder einfach mal durchpusten. Dann kann ich das Teil wieder aufsetzen. Da ist eine Position, in die passt es sehr genau. So. Und das Glasröhrchen vorsichtig wieder aufschieben. Das Glasröhrchen ist aber sehr stabil, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. So. Und dann das Ganze wieder runterdrehen und neu befüllen. Um das Glastüchlein zu reinigen, ist beim Erstgebrauch ein Alkoholtüchlein dabei. Das können wir aber auch mit jedem Tempotuch machen, das in Alkohol getränkt ist, Isopropylalkohol oder auch Papas Schnaps. Das spielt in dem Fall keine große Rolle. Jetzt hätte ich ganz gern ein Stiftchen. Zum Durchdrehen ist der hier wahrscheinlich. Ah, wir haben hier ein Bürstchen, ist auch noch dabei. Perfekto. So, und damit kann ich jetzt dieses Glasteil reinigen und für den nächsten Einsatz vorbereiten. Normalerweise verträgt es ja nur im oberen Bereich, da wo ich auch meine Glut habe. So, und dann schiebe ich dieses Glasröhrchen hier wieder auf die Gummis vorsichtig, indem ich das Ganze ein bisschen drehe. Einfach wieder da drauf und fertig ist das Gerät für den nächsten Einsatz. Also ich denke, das ist wirklich ein brauchbares Gerät, was auch viele Benutzungen aushält und was dann auch dauerhaft nicht kaputt geht. Ihr müsst natürlich auch das Glasröhrchen ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten denke ich mir, es ist ein sehr gutes Gerät für unterwegs und für Festival. Eine Ladung bringt euch vielleicht durch 2 Stunden Konzert. Weiß ich nicht, probiert's aus. Vielen Dank für euer Interesse und tschüss.